Ich habe ja immer wieder gebetet, verändere mich, weil ich dachte, ich bin an allem schuld. So wurde mir das immer wieder gesagt. Das, was ich erlebt habe, ist eine große Schamkultur. In meinem nahen Umkreis ist kindlicher, also körperlicher, sexuelle Übergriffe, Missbrauch passiert und es wurde alles unter den Teppich gekehrt. Aber ich will nicht, um ein falsches Bild weiterhin zu wahren oder etwas zu decken, will ich nicht schweigen. Mir wurde von klein auf beigebracht, dass nur durch bestimmte Leistungen und durch bestimmte Werke, Regeln ich vor Gott bestehen kann, ihm irgendwie nahe kommen kann. Anders geht es nicht. Anders würde Gott mich nicht hören, mich nicht lieben. Und diese bedingungslose Liebe kannte ich von Gott gar nicht. Das war für mich eine sehr schwere Beziehung, die ich mit Gott geführt habe, wenn man das Beziehung nennen kann. Es waren auch Höhepunkte dabei, wo ich Schönes erlebt habe, aber es waren dann relativ schnell wieder so Tiefpunkte da, wo ich mich immer wieder gefragt habe, Gott, siehst du mich? Liebst du mich? Komme ich in den Himmel, wenn ich heute nicht mehr auf dieser Erde bin? Und das, also wenn man das mit einem Wort beschreiben kann, dann ist das wirklich Angst. Und meine Beziehung zu Gott oder mein Bild von Gott war so verzerrt, das war komplett falsch. Jesus hat da irgendwie keine wirkliche Rolle gespielt, das war irgendwie so, aus meiner eigenen Leistung heraus muss ich bestehen, wie zum Beispiel mein Aussehen musste immer entsprechend der Regelung der Gemeinde sein. Also ich trug immer einen Rock oder zumeist in meiner Kindheit und dann irgendwann in meiner Jugendzeit wurde ich etwas rebellisch, weil ich es nicht verstehen konnte. Ich habe meinen Vater Fragen gestellt, auf die er mir nicht wirklich eine Antwort gegeben hat, warum und wo es geschrieben steht zum Beispiel. Und so trug ich heimlich Hosen, zog mich morgens im Keller um, lief zur Schule, dann auf dem Rückweg wieder heimlich einen Rock. Manchmal ging das schief und ich wurde erwischt. In mir wurde beigebracht, dass Verhütung zum Beispiel später, wenn man heiratet, verboten ist, dass man unzählige Kinder bekommen sollte, weil das der Wille Gottes ist, egal wie es einem dabei geht, dass man vor der Ehe keinen Sex hat, was ich aber auch glaube. Nur hatte ich das dann in meiner Beziehung relativ früh, mit 15 hatte ich meinen Mann, jetzt meinen Ex-Mann kennengelernt und irgendwann hatten wir dann auch vorehelichen Sex. Und da mir beigebracht worden ist, dass Bekehrung oder Vergebung von Gott erst dann geschieht, wenn ich das auch bei den Ältesten der Gemeinde, also die das anleiten, dass nur dann Vergebung geschieht, war das mit so einer großen Scham besetzt, dass ich Angst hatte, zu jemandem zu gehen und das zu erzählen, dass ich vorehelichen Sex hatte, weil das würde dann wiederum bedeuten, dass du aus dieser Gemeinde ausgeschlossen wirst, aus dieser Gemeinschaft, in der ich aufgewachsen bin. Das heißt, das hast du dann nicht gemacht? Das habe ich dann nicht gemacht. Aber gab es so Situationen, wo du tatsächlich dann irgendwie zu denen allen hingegangen bist und gesagt, ich habe das und das und das gemacht? Ja, gab es. Nimm uns da mal mit rein. Wie hat sich das von innen angefühlt, sowas? Und worum ging es dann da? Genau, es war einmal sogar so, dass, also ich wurde quasi von meinem Papa gebeten, dass da irgend so ein älterer, höherer Pastor in unsere Gemeinde kommt und ich wurde dann zu diesem Gespräch gebeten und ich durfte dann alle meine Sünden bekennen, bis auf diese eine habe ich dann nicht bekannt. Ich habe dann bekannt, ja, ich habe doch heimlich Hosen getragen oder ich habe vielleicht hier heimlich gelogen oder mal Alkohol getrunken. Genau, das waren wie so zwei Parallelwelten, in denen man gelebt hat. Einerseits mit den Freunden aus der Schule und dann andererseits aber auch in dieser Gemeindestruktur, in der man so eng miteinander verknüpft unterwegs war. Und genau, dann saß ich dort und habe ihm alles bekannt. Und als ich rausging, habe ich gesehen, wie er, meinem Vater, zunickte und sagte, da ist nichts Schlimmes, quasi alles okay. Das heißt, bekennt man eine Sünde wie vorehelichen Sex oder Ehebruch, wird man aus diesen Gemeinden ausgeschlossen. Und das ist in der Konstellation, in dieser Struktur, in der man aufwächst, das Schlimmste, was einem passieren kann. Man verliert zum Teil auch wirklich die Familie, in der man aufgewachsen ist. Man verliert den Freundeskreis und steht quasi sozusagen alleine da, wenn man aus dieser Gemeinde ausgeschlossen wird. Jetzt gibt es viele sehr konservative oder fundamentalistische religiöse Gruppierungen. Mhm. Wo würdest du sagen, war der Punkt überschritten dazu, dass es wirklich ein religiöser, ein geistlicher Missbrauch war? Ja, zum geistlicher Missbrauch oder religiöser Missbrauch, das zeigt sich ja darin, dass ein Leiter die Bibel nutzt, also das Wort Gottes, sich über dem stellt und es so interpretiert und an Menschen weitergibt und sagt, so unter diesen Regeln hast du zu leben, wenn du dich daran nicht hältst, bist du raus. Und wenn man dann schon alleine so einen Satz hört wie, hier, nur hier in dieser Gemeinde bist du errettet
Und gehst du raus aus dieser Gemeinschaft, bist du verloren. So wurden auch die Menschen betitelt oder bezeichnet. Ach, die Armen, die sind in die Welt gegangen, wenn sie in eine andere Gemeinde gewechselt sind. Sondern man hatte ständig das Gefühl, hier darfst du nicht rausfallen aus diesem System. Hier musst du bleiben. Jetzt könnte man von der anderen Seite fragen, warum hast du das mit dir machen lassen? Warum hast du nicht gesagt, Leute, ich bin raus, hier will ich auch gar nicht sein? Ja, das ist die Angst. Diese Prägung, man ist so tief da drin, man wächst darin auf. Man denkt, das ist meine Welt und ich kenne nichts anderes. Hier muss ich bleiben. Und man kämpft wirklich mit allen Mitteln, um da drin zu bleiben. Das bedeutet auch, das, was ich erlebt habe, ist eine große Schamkultur. Es wird so viel geschwiegen, es wird so wenig darüber erzählt. Fast niemand darf irgendwas Bescheid wissen. Alles wird unter den Teppich gekehrt. In meinem nahen Umkreis ist körperliche, sexuelle Übergriffe, Missbrauch passiert und es wurde alles unter den Teppich gekehrt, weil das einfach dazu gehört, dass man irgendwie in diesen Kreisen unterwegs ist und man denkt, das ist das einzig Richtige, man kennt einfach nichts anderes. Genau. Du hast dann irgendwann geheiratet, in welchem Alter? Mit 23. Heute würde man sagen früher wäre es ja spät gewesen. Und es kam dann irgendwann zu der Situation, ihr hattet schon ein Kind, dass dein Mann dich aufgefordert hat, zu gehen. Genau. Warum? Genau, ich bin auch mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, dass eine Frau ihrem Mann untertan sein muss, aber auf eine ungesunde Art und Weise. Also man muss dem Mann einfach immer gehorsam sein, man darf ihm nicht widersprechen. Das ist kein gemeinsames Miteinander, sondern das, was der Mann sagt, er ist der Oberhaupt. Das muss getan werden und wenden sich auch Frauen aus diesen Kreisen zum Beispiel an die Ältesten, an diese Brüder, die das anleiten und sagen und holen sich Hilfe, wird gesagt, du bist nicht untertan genug, du musst noch mehr gehorsam sein, dann würde deine Ehe laufen. Also die Frau ist quasi an allem schuld, wenn etwas in der Ehe nicht gut läuft, egal welche schlimmen Dinge da drinnen passieren. Und ich habe eben ganz viel verbalen und psychischen Missbrauch erlebt in meiner Ehe. Genau. Und bis dann irgendwann nach fast sieben Jahren mein Ex-Mann so wütend wurde, so voller Gewalt, also im verbalen Sinne, und dass er dann irgendwann gesagt hat, ich möchte nicht mehr, du sollst gehen. Dann hatte ich ihn damals noch gebeten, bitte überleg es dir doch nochmal auf Knien, so, ich möchte nicht gehen mit meiner kleinen 1,5-jährigen Tochter. Und ich habe ihm quasi 2 Wochen Zeit gegeben und nach 2 Wochen hat er ganz hart gesagt, nein, ich möchte nicht mehr mit dir zusammenleben, geh. Hat sich das dann irgendwann eher wie eine Befreiung angefühlt oder wie eine Bestrafung? Am Anfang war es sehr schwer, aber relativ schnell, weil ich auch schon in der Zeit der Ehe einfach zu Gott geschrien habe. Ich habe ihn gebeten, bitte hol mich heraus, ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus, bitte schaff irgendeinen Weg, verändere mich, verändere ihn. Ich habe immer wieder gebetet, verändere mich, weil ich dachte, ich bin an allem schuld. So wurde mir das immer wieder gesagt, du bist an allem schuld. Genau, aber kurze Zeit später bin ich wirklich dem wahren Gott begegnet. Ich habe ein neues Bild von Gott bekommen, weil er mir auf einer Konferenz begegnet ist durch eine Predigt, wo einfach Jesus mir erschienen ist in seiner Liebe. Zum ersten Mal in meinen 27 Jahren habe ich erlebt, was es heißt, von Gottes Liebe berührt zu sein. So tief, dass sie mich umgehauen hat. Ich habe meine Wiedergeburt bekommen an diesem Tag. Und das war das Schönste, was mir je passiert ist, neben der Geburt meiner Tochter. Ja. Was, ich glaube, das musst du jetzt erklären. Ja. Weil was war der Unterschied zu dem Gott, der dir da begegnet ist und an den du glaubst, und dem Gott, der dir damals verkauft wurde in dieser Gemeinde? Die bedingungslose Liebe und diese Vergebung. Diese Freiheit durch seine Vergebung, das ist das Schönste, was einem Menschen passieren kann. Wenn man spürt, Gott hat dir alles vergeben, er ist am Kreuz für dich gestorben, damit du ein Leben in Fülle haben kannst, dann ist das das Schönste, was einem passieren kann. Dann weißt du, der Weg ist frei zu Gott. Nichts, keine Leistungen mehr, keine Gesetzlichkeiten, keine Regeln mehr, sondern du darfst einfach frei kommen, so wie du bist und einfach Gott begegnen, dem Vater, der dich gemacht hat. Das ist es. Das ist der absolute Unterschied. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist kein anderer Weg führt zu Gott. Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach, da jetzt so offen drüber zu reden, weil diese Menschen in dieser Gemeinde, die gibt es ja alle noch. Und für die ist das natürlich schwierig, wenn du da jetzt so drüber redest. Wie ist da dein Verhältnis auch zu deiner Familie? Genau,
Ich glaube, hier kommt es auf den Punkt der Motivation an. Ich habe mit meinen Eltern alles ausgesprochen, bereinigt. Wir haben uns einander vergeben und ich liebe sie sehr und wir haben ein gutes Verhältnis. Aber ich will nicht, um ein falsches Bild weiterhin zu wahren oder etwas zu decken, will ich nicht schweigen. Und ich sehe das in meinem Herzen, diesen Auftrag, das aufzudecken. Jesus sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch Freiheit zu geben, ein Leben in Fülle zu geben. Das ist der Vers, der mich so packt immer wieder, auch heute noch. Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben. Diese Ruhe hat mir so viele Jahre gefehlt und ich glaube und ich weiß durch die Resonanz, die ich auf YouTube bekomme und auf Instagram, dass es ganz vielen so geht. Und viele schreiben, genau das erlebe ich, genau das sehe ich in meinem Leben und ich will da raus. Ich will eine echte Beziehung haben mit Gott. Ich will raus aus diesem Hamsterrad. Danke, dass du so offen darüber sprichst. Endlich habe ich den Namen dafür, was mir passiert. Und endlich kann ich einen anderen Weg finden, ja. Genau. Ich kann mir auch vorstellen, vielen wird es so gehen, dass sie sagen, also die Menschen, die mir sowas angetan haben oder die beigetragen haben zu diesen Strukturen, in denen ich da gelebt habe, mit denen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Was hilft dir denn da trotzdem auch wieder, dass da eine Annäherung passiert ist? Ich habe eine große Liebe für diese Menschen. Ich habe letztens auf einem Frauenabend einen Vortrag gehalten mit ganz vielen Frauen, die da waren. Und danach standen so 8 Frauen um mich herum. Die sind extra von ganz weit angereist. Und die hatten so viele Fragen mit dabei. Und wir haben zusammen geweint. Wir haben zusammen offen die Fragen diskutiert. Fragen so wie, okay, meine Schwiegereltern wollen nicht, dass ich einen Ehering vor ihnen trage. Aber ich und mein Mann wollen es doch. Weil Schmuck auch etwas war, was uns verboten worden ist. Wie soll ich machen? Ist das Rebellion gegen die Eltern, wenn ich es doch trage? Also so von so kleinen Themen bis hin, darf ich die Gemeinde wechseln oder ist das falsch? Bin ich dann von Gott angenommen, wenn ich die Gemeinde wechsle oder verliere ich dann mein Heil? So Dinge und diese Frauen stehen um mich und wir beten zusammen, wir reden ganz offen über solche Dinge und ich liebe es, ich sehe diese Leidenschaft in mir, die Gott mir für eben genau diese Menschen gegeben hat. Das hört sich wirklich schlimm an. Das hört sich danach an, dass man in dieser ständigen Angst lebt, irgendwas falsch zu machen. Genau. Also so kann man ja, wie soll man da ein ordentliches Leben führen? Ja, geht. Was ist für dich das, was du da weitergibst? Was ist der erste Schritt, aus solchen Strukturen rauszukommen? Wenn Leute jetzt sagen, ich kenne Leute, die in solchen Kirchen oder anderen religiösen Zusammenhängen so unterwegs sind. Wie kommt man da raus? Jesus sagt, ihr werdet geleitet werden durch den Geist und die Wahrheit. Das erste ist das Wort Gottes. Einfach reinschauen. Ich habe auch Geschichten gehört, wo Jugendliche nach meinen YouTube-Videos zu den Pastoren gehen und sagen, hier ist die Bibel. Bitte zeig mir, wo das geschrieben steht. Und dann kannst du das nicht vorweisen, denn es steht nicht geschrieben. Jesus hat in der Wüste mit es steht geschrieben gekämpft. Und wir sagen, es steht nicht geschrieben. Nimm das Wort Gottes und schau selbst, was steht geschrieben. Suche dir Menschen, die auch aus solchen Strukturen raus sind oder die vielleicht, wo man merkt, sie leuchten diese Liebe Jesu. Sie haben ein Leben mit Jesus. Sie erzählen von Wundern und Zeugnissen durch das Leben mit Jesus. Such dir diese Gemeinschaften, such dir Hauskreise, schau, mit wem du zusammen dich connecten kannst. Und für den einen ist es vielleicht trotzdem der Weg, da drinnen zu bleiben und für den anderen vielleicht aber auch rauszugehen. Und das sollte jeder für sich in dem Moment einfach entscheiden. Ja, ich finde das spannend, weil deine Antwort auf die Frage, wie kommt man aus so ungesunden, missbräuchlichen Glaubensstrukturen raus, ist auch wieder der Glaube, aber eben anders. Eben anders, genau. Für mich war früher Glaube gleich Religion. Heute ist für mich Glaube eine echte, lebendige Beziehung mit Jesus. Und das ist ein meilenweiter Unterschied. Da gibt es, da kommt nichts zusammen. Jesus ist nicht Religion. Hm. Ja. Jetzt studierst du noch Psychologie. Ja. Wie geht's danach weiter? Hast du schon so Vorstellungen, was du gerne machen möchtest? Das ist auch eine spannende Geschichte, weil ich das nie vorhatte. Aber Gott hat mir das ganz klar gezeigt. Er hat mir ein Bild geschenkt, einen Traum. Eine Vision, dass ich noch bevor ich überhaupt irgendeine Bewerbung für mein Studium abgegeben habe, dass ich ein Frauenhaus gründen werde. Mhm. Ein Frauenhaus, wo man eben auch solche ganzheitliche Heilung erleben darf mit Gott zusammen, wo die Psychologie eine Rolle spielt und der Glaube und wo auch geistliche Aspekte mit reinkommen. Also wo man auch diesen Missbrauch an Geist, Körper und Seele
besprechen kann. Es gibt viel Seelsorge, es gibt aber so wenig Geistsorge. Da, wo man auch reingeht und sagt, was ist dir eigentlich passiert? Und das ist so mein Wunsch, mein Ziel, den Frauen zu helfen, aufzuzeigen, das ist dir passiert, das ist deine Wüste gewesen, aber blühe auf, bleib dort nicht stehen. Weil Gott hat für dich ein viel besseres, viel schöneres Leben, als du dir das jetzt gerade noch vorstellen kannst. Also ich spüre, aus dem Drama deines Lebens ist ganz viel Leidenschaft gewachsen. Ja. Ich wünsche dir alles Gute dafür. Danke.